hier schön heute mit dabei. Und zwar begrüße ich heute das vierte Teammitglied von Team Santristan, und zwar den lieben Sandrick. Hallo, Sandrick. Hallo. Und mit dabei ist natürlich wieder der liebe Kacker, der mich hier von meinem schönen Podest runtergebracht hat. Ich weiß gar nicht. Ich hab's genau gesehen. Ist voll in der Aufnahme, Junge. Brauchst gar nichts sagen hier. So, der Lücke kommt eventuell später noch, aber Valentinstag und Lücke hat offensichtlich was anderes zu tun. Kann ich gar nicht verstehen. Kann ich gar nicht verstehen. Übrigens, für die Leute, die das auf YouTube... Was gibt's denn anderes als Minecraft? Ja, keine Ahnung. Aber das ist Lücke, der ist ein bisschen komisch. Das darf man nicht überbewerten. Für die Leute, die das danach auf YouTube nachschauen, könnt ihr unten in der Videobeschreibung auch zum lieben Mr. Sandrick finden natürlich, der schon öfter mal hier auf meinem Kanal mit unterwegs war. Könnt mal bei ihm vorbeischauen. Der macht auch schöne Videos in Minecraft und mit Schleimchens. Ja, Ja. Und jetzt der Sandrick spielt gerne mit Schleim. Genau. Ich schleime gerne rum. Hallo, Sandrick. So, Mr. Simmy ist auch noch da. Und Sandrick, ist es so, wir haben hier ein Questbuch. Das ist so unser allgemeines Questbuch, was absolut mega wichtig ist zu wissen. Mega. Mhm. Mega wichtig. Wenn wir ein Objective erfüllen, treffen wir uns hier oben und dancen. Mhm. Feiern das Objective nach jedem Objective. Das haben wir schon ein paar Mal gemacht letztes Mal. Oh ja. Ich sehe aber gar nicht, dass was abgehakt ist. Ja, das Problem ist, das gilt für jeden einzeln. Das heißt, für dich ist das jetzt eigentlich eher irrelevant. Aber ich feiere gerne mit euch mit. Du feierst mit und ich glaube, ich habe das Aktuelle, weil ich habe eigentlich alles gemacht. Wir sind komplett durch mit dem Wood Age, das kannst du komplett abhaken. Wir sind bis auf das Upgrade Your Mob Farm im Stone Age durch. Wo ist denn hier der Anfang? Ach da. Moment, ich war Wood Age, kann ich also alles abhaken komplett? Oder soll ich das noch machen? Nee, komplett alles abhaken. Alles abhaken. So. Hake erst ab. So, hab ich gemacht. Hallo FSX Gamer und hallo Unfähig TV. Hallo. So. Euch zwei. Dann Stone Age. Auf der ersten Seite alles abhaken bis alles auf das der ersten unten Seite. Rechts. Unten bis rechts. Unten rechts. Upgrade your mob farm to kill monsters automatically. Ah, das haben wir noch. Mhm. Nächste Seite. Enchant ist fertig. Make a watering can ist fertig. Craft an Inferium seed ist fertig. Ja. Nächste Seite. Ja. Make a mattock fertig. Start a food und use nesting pans. Ja. Was sind denn nesting pans? Das sind die Hühner. Da werden wir uns heute auch... Heute kümmern wir uns um die Chicks. Oh, war der gut. Ja, gut. Heute kümmern wir uns um die Chicks. Hier ist ein Enderman. Ah, da hinten habt ihr eine Farm. Okay, gut. Genau, so. Und dann haben wir noch im Age of Machines haben wir Process Sieve Materials into Ingots. Wo ist das? Bisschen weiter. Ach so, ja. Da hab ich, ja. Ja, das war's. Alles andere... haben wir super, jetzt noch zu tun. Super, super. Was soll ich als erstes machen? Kaka, wir könnten die Mobfarm nach oben bauen. Hast du Bock, die Mobfarm nach oben zu bauen? Höher. Also quasi, dass die, dass die von oben runterfliegt, quasi in so einem großen Viereck mit Wasser, sodass die runterfallen und hier kaputt gehen. Was? Was? Eine automatische Mobfarm machen. Also eine Vanilla-automatische Mobfarm. Die funktioniert im Prinzip so, dass du quasi einen Kanal hast, in dem die Viecher runterfliegen und hier unten kaputt gehen. Und der Kanal ist halt, was weiß ich, wie viele Blöcke hoch? 30 oder so? Nee, das ist okay. Ach, das Ding. Das habe ich schon seit ewigen Zeiten nicht mehr gebaut. Wenn du baust Spikes und lässt die dann 2-3 Blöcke nach unten fallen, Hauptsache sie gehen kaputt an dem Zeug und dann einsaugen von den... Die Alternative ist, dass wir ein automatisches Sieb bauen. Also sprich, wir haben ja hier einen Cobble Generator. Das sind hier die zwei Geschichten, die auch hier. Ja, klar, das ist schon klar. Und mit einem Autohammer und einem Autosieb verbinden. Das könntest du auch übernehmen. Autosieb könnte ich versuchen zu bauen. Haben wir denn schon Fäden, damit wir ein Mesh bauen können? Ja, das ist alles hier. Wir haben Siebe und so weiter, sind alles schon hier. Ja. Und die Materials, die wir haben. Ist alles hier in den Kisten. Also hier sind die Erze, kannst du dich frei bedienen. Okay.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die Version hast du schon gespielt, oder? Nein, ich habe die Version vorhin installiert und habe mal kurz reingeguckt. Ich kenne natürlich Sky Factory 2. Okay, dann... Also die gleichen Mechaniken sind fast da, hat sich nur eines geändert. Es ist halt jetzt nur auf 1.10 aufgewertet, gell? Genau. So, wir gucken einfach mal hier gerade Autosieve. So, nee. Hi Leon, hi die... Boah, dein Name also, ist also schon grenzwertig. Ich sag dir nur eins, der Autosieve und der Autohammer sind hier foodgebunden. Ich finde das Autosieve... Food? Ach da, Autosieve. Die arbeiten damit, dass du den, oder schneller, wenn du den Food zu essen, also wenn du den zu essen gibst, den kleinen Männchen hier drin stehen. Ah ja, gut. Wir brauchen Block of Iron und wir brauchen Iron. Also wir brauchen, wie viel Sieve soll ich denn bauen? Mal eins, also dass wir anfangen mal. Gut, wir starten erstmal mit den Eisenblöcken und also wir bräuchten dann 9, 18, wir bräuchten 20 Eisen. Das ist natürlich heftig am Anfang hier beim Spiel. Ach nee, kriegen wir hin. Das ist ja. Weißt du, wir machen hier das gleiche wie auf dem Werksgelände, denke groß, ne? Ja, ja. Santi denkt groß. Kenn ich. Ich war da schon mal. Stimmt. Ich war da schon mal. Du warst da schon mal. Du hast da auch so eine Railway gebaut. Ja, ja. Ja. Achso, wo ist denn unser Chicken jetzt unterwegs? Das habe ich mir eingesammelt. Also. So, du kleines, fieses. Guck mal, das hat wirklich Dings gedroppt. Wie nice ist das denn? Aber die sind noch nicht gewachsen. Was hat das gebaut? Gedroppt? Flint. Wo bist du denn? Das Flint-Chicken. Ja, habe ich eben schon gesagt, das schmeckt bestimmt ein bisschen hart, oder? Aber guck mal, sind die Viecher tatsächlich so klein? Was ist denn der Sanctitan? Ich sehe nicht. Hier was? Hinten! Ach da! Sandrick! Ganz Sandrick. Da hinten am Horizont. Ja. Guck mal, da ist ein Enderman rausgespawnt. Rausgespawnt. Ach, guck mal, den habe ich gesucht. Och, wo warst du denn, mein Lieber? Hallo, mein Freund! Aha. Jetzt ist er hier. Komm her, du. Die bauen richtig Nester oder habt ihr das denen gebaut? Das haben wir gebaut. Also. Das wird groß gebaut hier. Das wird riesig. So, Phil, das wird auch aufgenommen. Die Videos kommen natürlich auch auf YouTube. Also wenn du was verpasst hast, kannst du alles auf YouTube nachgucken. In der Zwischenzeit kann man sich natürlich Sky Factory Numero Duo angucken. Das Einzige weiß ich nicht. Ach doch. Ich überlege gerade mit den Hühnern. Naja, egal. Habt ihr jetzt schon irgendwie so eine Mühle oder sowas? Weil ich müsste aus Cobblestone müsste ich Sand herstellen. Oder habt ihr irgendwo Sand? Sand kannst du mit einem Hämmer herstellen. Cobblestone und dann Kies und... Ah, warte mal, vielleicht gibt's genau. Kies. Hm. Hat schon Kies. Also Cobblestone haben wir massig. So, jetzt gucke ich mal, ob ich die beiden... Nur ein Komm mal her, Jungs. Kann ich mit euch Liebe machen? Ja, sie machen Liebe! So, was. Hört sich falsch an. Ja. Das hört sich genau richtig an. So, aber jetzt ist nichts passiert. So, wir machen. Dankeschön. Ich muss mir erst so einen Hammer bauen. Das ist Bone Meal. Okay, nice. So. Ist da jetzt was passiert? Ah, da ist was passiert. So, was bist du jetzt? Ein Bone White Chicken. Hä? Das ist dann Bone White Chicken geworden. Aber warum? Ich habe ein Flint Chicken mit einem Bone White Chicken. Ja, es ist ja nur eine Chance, dass es das wird. Echt? Really? Ist wie bei den Pflanzen, nur halt mit Hühnern. Really? Und bau mal die Hühner bitte auf einer gleichen Ebene, wenn du möchtest, weil dann können die eventuell sich nicht und durch den Käfig. 20%. Really? Ich hab's jetzt nicht ganz mitgekriegt. Was versuchst du zu spawnen? Ich versuche zwei Hühner miteinander zu ver... Ey, wollt ihr mich verarschen, ihr kleinen Kackhühner? So, wir machen ein paar Krugs. Wow. Krugs brauchen wir, um die Bäume Lugo sagt hier, töten, den Enderman töten. Rage! Das ist ja nicht jugendfrei hier. Ja, das stimmt. Dieser Stream ist ab 18. Dann dürfen wir ja gar nicht mitspielen. Du schon, haben wir ja vorhin festgestellt. Die Frage ist, ob die unter 80-Jährigen das auch hören dürfen. Das wäre jetzt die Frage. Tadam! Immer bist du so böse zu mir. Ey, das hast du vorher selber gesagt. Das hat aber keiner mitgekriegt. Ach so, sagst du das doch öffentlich, weißt du? Ah, sind wir live oder was? Voll enttarnt und so. Sind wir live? Kann die sein? Live? Live is live.
So, für alle. Ah, ich habe noch eine wichtige Durchsage für alle, die das jetzt auf meinem Kanal gucken, als Aufnahme auf meinem normalen Kanal. Ihr seht den Live-Kanal von Sandtitan oben eingeblendet, weil ich tue es nämlich momentan nicht streamen. Aber immer dienstagsabends ab 19 Uhr könnt ihr das Ganze oben bei dem YouTube-Kanal. Du streamst über YouTube? Ja, auch auf Twitch. Da habe ich aber Glück gehabt, dass ich den richtigen Kanal verlinkt habe. Ja, den YouTube-Kanal könnt ihr oben bei mir sehen. Nice. So, aber nichtsdestotrotz war ich letztes Mal schon genervt, dass wir keinen Kaktus haben. Ja, ein kleiner grüner Kaktus steht draußen auf dem Balkon. Hollari. 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 Also wenn irgendwer irgendwo einen Kaktus herbekommt, sofort safen. Mhm. Kleiner grüner Kaktus. Gibt's Vein Miner oder so irgendwas? Ja. Wie geht's? Das heißt Ore Miner. Musst du dir eine Taste. Ore Excavator heißt der, Entschuldigung. Ore Miner? Ore Excavator. Du hast den ersten Stream verpasst, Phil. Boah, das ist aber nicht nice. Was haben wir denn hier eigentlich gemacht? Industrial Hemp. Ja, können wir bald Windmühlen bauen und. Wow. So, wir stellen mal Wassermühlen und. Wow. So, ich mache jetzt einfach mehr von diesen White Bone Chicks. White Chicken. Wir nennen sie einfach Chicks. Chicks in the house. Chicks. Chicks. So, ich mache jetzt mal 1, 2. Mal testen. Ja, wunderbar. Bone Meal. Aber das gebe ich schon mal in die Brutstation. So, für alle, die Sky Factory noch nicht gespielt haben, man fängt hier an und hat nur einen Baum und einmal Erde. Und wir müssen, also alles, was hier gebaut ist, ist aus diesem einen Baum und einmal Erde entstanden. Alter, es nervt mich, dass wir von diesem normalen Dreckshuhn keine Eier bekommen in dieser Nesting Pan. Oh, warte mal, ich habe ein Ei. Willst du ein Ei? Ja, gerne. Gib mich Ei. Warte, Ei. Ich hatte eben gib sogar zwei. Ich weiß gar nicht, wo das zweite hin ist. Und ich habe auch noch Chicken Dreck. Sandy, komm mal her. Komm mal bei der Papa. Ich komm. Wow, er hat Eier. Wow, 10 Stück? Ja, guck mal. Ey, waren die Eier. Guck mal, da ist noch eins, ey, Mann. Die sind gerade erst gespawnt dann. So, Sand. Jetzt haben wir Sand und jetzt müssen wir einen Ofen finden. Ja, und im Chat wieder. Ofen. Warum hat der Sand? Titan, kein Sand. Wow. Es hat lange gedauert, bis dieser Joke wieder gekommen ist. Ja, Leute, ich bin stolz auf euch, dass ihr den gebracht habt. Ja, oldschool, quasi. Der hat schon Tradition. Kommst du besser dran. So, komm, das hauen wir macht Liebe, raus. Jungs, macht Liebe. Sagt mal, die Liebe Bücher, die wir alle gekriegt haben, habt ihr die irgendwo in eine Kiste getan oder so? Die verstopfen ja alles. Ja, ich glaube, in der kleinen Kiste ist, glaube ich, der Rest drin. In der kleinen Kiste? Da, hier. Ach, da. Nee, da. Achso, Bone Meal brauchte ich. Nee. Hier. Ach, da. Das. Bräuchte Bone Meal. Haben wir keine Bone Meal mehr? Das ist ja fatal, da muss ich mal welche holen. Ja. Warum habe ich eine Wand dabei? Eine Builder's Wand. Weil du schnell. Ich weiß es nicht. So, ich hab was für dich. Was ist in der Sand? Ich mach mal hier bei den Spawnern die Hälfte raus und das tun wir nochmal hier in den Ofen. Dann geht's ein bisschen schneller, da ist auch ein bisschen Futter drin, das können wir gerade mitnehmen. Ja, das brauchst du, wenn du Vein minerst hier viel. Oh, da habe ich jetzt gar nicht. Oh, verdammt, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Stimmt. Aber das müsste uns aber auch schon. Hühnerscheißblöcke. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem Hühnerscheiß machen soll. Vielleicht kannst du die da drin, da drauf, droppen oder so, ich guck mal gleich. Vielleicht gibt's dann, bessere, oder sie wachsen schneller, sie mögen das lieber, ich weiß nicht. Ich will mal kurz im Nether gucken, ob wir da eine Festung direkt in der Ecke haben. Gönn dir. Hab ich Blöcke? Viel Spaß. Gönn dir! Schild anziehen. Gib dem Santi Eier, er hat keine. Wow. Weil der Sand aus Obristan importiert werden muss, ja. Hart. Habt ihr noch ein rumstehendes
Sieb. Ich glaube nicht. Doch, da hinter uns. Nee. An der Kante ist eins. Soll ich eins abbauen für das Autosieb? Gerne. Jo. Nimm das Iron. Das Iron, das bessere? Soll ich nicht so ein Holzding abbauen? Achso, nee, ist das nach dem bei dem Autosieb egal, was da rauskommt? Ja, das Mesh ist wichtig, das kommt halt später darauf an. Warte, ich guck nochmal nach. Da ist auf jeden Fall ein ganz normales Requires a Mesh, ja. Ganz normales Sieve ist da drin. Weil es gibt verschiedene Siebe, ne? Bei den Autosieben? Na, bei den das weiß ich halt nicht, ob es bei den Autosieben so ist. Wenn es nämlich nicht ist, dann nimm das billige. Ja, ja. Wenn das Relevanz hat, dann nimm das andere. Nee, du brauchst das Sieve selber, nicht das Mesh. Das Mesh tauschst du wahrscheinlich immer noch so aus. Ja, ihr habt natürlich hier schon ein Heavy Oak Sieve. Ich könnte natürlich jetzt, aber ihr habt keinen Stahl, das geht nicht. Nee, das gibt's ja noch gar nicht. Es wird mit Stahl gebaut, geht nicht. Gut, wofür war jetzt nochmal der Builder's Wand? Kann ich damit alles abbauen? Ach nee, das ist einfach nur ein Stick. So. Das ist einfach nur eine kleine Veräppelung. Was? Okay, es geht nicht. Was habe ich falsch gemacht? Das ist ein Sieve. Aber ein Oak, ein Heavy Sieve, ne, gerade. Ah, ja, okay, dann bauen wir einfach mal eins. Hier ist eins. Guck mal. Warte, dann bauen wir das wieder auf. Dann können wir das ja... Also ich darf gar kein normales benutzen. Dann bauen wir das eins. Funktioniert auch als Bone Meal, die Kacke. Kacke? Naja, nicht als Bone Meal, als Fertilized Dirt. Nein! Oh, hab ich's noch gekriegt? Steht als Bone Meal. Ich probier's mal. Ja, funktioniert als Bone Meal. Geil. Geil. Alles klar. Geil. Her mit der Hühnerkacke. Mega useful. Komm, wir bauen eine Hühnerfarm. Ja, klar, aber da bin ich. Eine Hühnereierproduktionsmaschine. Ja, ja, definitiv. Aber wir brauchen einen Hopper. Wir brauchen auf jeden Fall Platz. Das sollte kein Thema sein. Also mit Platz kenne ich mich aus. Naja, dann mach mal Platz. Warte, einmal den Sandtitan weg. Wow. Wow. Wo ist Chefe, ich habe was gebaut. Hier, guck mal, echt? guck mal. Warte. Ich hab's gebaut. Wow! Ja. Amazing! Hast du gut gemacht. Das war sicher ein Achievement-Moment. Danke. War das ein Achievement? Ja. Weißt du doch gar nicht. Sagt einfach ja, natürlich. Klar, Junge. Ich sag immer ja. Ich glaube nicht, leider. Doch. Stand. Nee, use any automate, nee. Automate crop harvesting, nee. Nee, sieht nicht danach aus. Mann. Oh, Mann. Was mache ich denn jetzt damit? Hi, Luca. Hallo, Speedy. Soll ich mal hier hinbauen? Braucht es eigentlich Energie? So, das ist ganz lustig, da ist nämlich jetzt jemand drin, der von uns sieben tut. Nee, du brauchst, der siebt von sich aus. Ja, ich sag doch. Da oder ist jemand... der braucht F, Entschuldigung, der braucht F. Jetzt sehe ich es gerade rechts. So. Dann, ich würde vorschlagen, dass wir irgendwas Lava-basiertes machen und das automatisch an unsere automatische Lava-Produktion dranhängen. Irgendeinen Stirling-Generator, glaube ich, der kann das, oder? Ja, der kann das. Generator. Oil Generator. Stirling heißt der, okay. So, der wird gebaut aus Brickstones, aus einem Furnace, aus einem Piston. Ach, guck mal, der ist ja easy. Und Basic. Ja. So, wo machen wir denn die Hühnerfarm? Ich fange an, den zu bauen, gell? Ja, bau. Ja. So, gut. Wir brauchen einen Hopper. Santi, einen Hopper, eine Chest. Okay, ich mach Hopper und Chest. Wir machen noch mal ein paar Stöcke. So. So, wir gehen hier hin. Oh, der wird gerade benutzt. Nochmal ein. Wir brauchen jetzt mehr. Nimm du den. Den hier, ne? Wo haben wir die Ärzte? Hopper. Weiß ich nicht mehr. War das so? Ja, tatsächlich. Gut. Ich habe nochmal zwei Craftings. Wir hätten das ganze Iron genommen.
Habe ich das im Inventar? Nee, das habe ich. Es kann sein, dass ich es in die falsche Kiste gelegt habe. Ich hatte noch. Nee, warte. Nee. Ah doch, das seht ihr. Okay. Ah, dann sieht das der Crafting-Table. Ich habe zwei Crafting-Table noch gebaut. Wo wollen wir die hinstellen? Ist egal. Hier über die. Also hier vor? Ja, mach einfach. Hier deine Chest, hier der Hopper. Okay. So, bauen wir hier noch eins hin. Weil es wird wahrscheinlich jetzt eh so sein, dass wir öfters mal mit mehreren Leuten was bauen. Doch, habe ich genauso gebaut. So, als allererstes machen wir diese. Muss man mal gucken. Sekunde, Sterling. Ach, pass auf, machen wir das mal anders hier. Sterling. Haben die jetzt Liebe gemacht? Habt ihr Liebe gemacht? Macht Liebe, los! So, wir bauen als erstes dieses Basic Gear. Das wird so gebaut. Und zwar... Hi, Ecki. Da ich ja da bin, bin ich ja dazu verpflichtet, Folgendes zu machen. Wir nehmen Stöckchen. Wir nehmen Sticks und legen sie in die 1, in die 3, in die 7 und in die 9. Und wir nehmen Cobblestone und legen sie in die 2, in die 4, in die 6 und in die 8. Mega gut. Ich hab's schon wieder, ich hab's vermisst. So, wie lange braucht denn das? 76%. So, macht nochmal ein Kind, Jungs. Als nächstes brauchen wir Cleanstones. Dann nehmen wir einfach Cobblestones und packen die hier in den Ofen. Schon wieder so ein scheiß Bone White Chicken. Wer braucht denn das? Und es ist trotzdem Tier 1. Was für eine Scheiße. Macht doch mal ein anständiges Chicken. Oh, wir haben hier Cleanstones. Na, ist egal. Wir bauen einfach nochmal neue. So. Laufen da gerade unsere Chicken, Amok? Scheiße, jetzt komme ich nicht mehr hoch. Runtergeplumpst. Ich bin mal vorsichtig. Ich weiß nicht, ob wir davon vielleicht noch welche brauchen. Ich mache einfach mal nur 24 von denen. So, wir müssen also hier oben. Wer hat die Hühner geschlagen? Öfchen haben. Du! Ich habe das Hühnchen geschlagen. Ja, weil ich es gerade dahin gesetzt habe. Ach, das war hä? Wo geht denn das hin? In die Wand. Du musst unten auf den Hopper setzen. Nochmal. 10. Geh rein! Als nächstes bauen wir einen Ofen. Das machen wir genau wie bei einer Kiste. Wir lassen nur in der Mitte die 5 frei. Spring! Bildungsauftrag! Spring! Hühnchen-Suicide! Spring! Oh, spring! Ich hab's vergessen. Hallo! Ihr süßen kleinen Fratzen! Screenshot! Ja, es ist alles andere ist irgendwie gestorben in der Wand. Sandristanische Tierhaltung. Ja, und wenn es so aussieht, es ist dann auch Freilandhaltung. Das ist sandristanische Freilandhaltung. Ja, warum? Die haben noch Luft oben drüber. Absolut. Das geht besser als hier im Obristana. Haben wir noch irgendwo Redstone? Könnte schwierig werden. So, wir brauchen einen Kolben. Dafür legen wir ganz normale Planks in die 1, 2, 3. Wir nehmen hier Cobblestones in die 4, 6, 7 und 9. Wir nehmen Eisen-Ingots in die 5 und ein Redstone in die 8. Wow! It's so amazing! It's so beautiful! It's so fucking amazing! It's amazing! So, jetzt kommen wir hier zu unserem Sterling-Generator. Dafür nehmen wir Stone Pricks. Und zwar in die 1, 2, 3, 4, in die 6, einen Ofen, in die 5 Basic Gears, in die 7 und in die 9 und in die 8 einen Pisten. So, Sterling-Generator. Ja, Sterling-Generator. Haben wir ihn schon? Ja. Wow. Mega gut. So, das wird jetzt ein bisschen tricky, glaube ich, wie wir den platzieren. Der muss nämlich Strom haben. Guck mal, ob du den, wenn du den direkt da dran setzt, an diesen Modular-Tank, ob der dann Strom gibt. Setz den mal da direkt dran. So, warte mal, ich mach mal kurz. Das sieht schlecht aus. Warte mal kurz. Macht Fluid Transfer Nodes. Mhm. Der will aber... Nee, wir müssen, der will einen Eimer haben. Läuft der denn mit...
Ja, du also, kannst trotzdem reinpumpen, auch wenn es da in Eimer steht. Ja, stimmt. Normalerweise geht das. Haben wir schon Fluid Transport? Nee. Ich glaube, wir haben noch keinen gebaut, nein. Fluid. So, doch, Transfer Node Fluids haben wir, aber wir haben hier wahrscheinlich alle nur so viel, wie wir gebraucht haben. Sonst hat der Lücke welche. Toll, Lücke. Toll, Lücke, super. Hier sind noch drei. Ah, hier haben wir noch welche. Super. Wo bist du? Da. Und Pipes auch. Willst du die gerade mal anschließen? Ja. Dann müssen wir wahrscheinlich da auf die Fackel verzichten, aber die können wir einfach umsetzen. Die oder sonst bau den eins weiter vor. Warte, ich mache einfach hier die Trends oder so. Doch, so. Verbinde er sich! Kleines Scheißteil, mach Pull! Das ist nämlich schwere Gefühl, dass das nämlich nicht geht. Das geht. Kann der Chat uns mal helfen? Probier mal kurz. Ich glaube, der braucht ein Bucket. Na, dann bau mal halt Buckets. Ja, die Frage ist, wie kriegen wir automatisiert Buckets darüber? Ja, das ist schwierig. Ich meine, es ist jetzt nicht so tragisch gerade, aber... Können wir die stapeln da drin? Nee, oh, das geht auch nicht. Doch, über einen Hopper müsste das gehen. Wenn wir einen Hopper oben drüber setzen, könnten wir zumindest 3, 4, 5 Dinger da reinsetzen. Der ja, Leere muss ja wieder rausgeholt werden. Dann müssen wir noch ein bisschen Eisen wir verbrauchen ziemlich viel Eisen gerade. Dann müssten wir gucken, dass wir da gleich mal... Oder wir jagen, der Chat sagt gerade, wir können auch Kohle reinjagen, weil wir haben relativ viel Kohle. Dann machen wir doch einfach ganz normal Kohle, oder? Scheiß drauf. Cola? Er läuft mit Cola. Cola. Hola, hola, chica. Nukula. Nukula. Flüssigkeiten roh gehen nicht. Ender I.O. Tank, sagt man hier noch. Was haben wir denn hier für einen Tank? Get your tanks in here. Haben wir hier. Da gibt's von Ender I.O. einen anderen, der nimmt Liquids an. So. Wie heißt denn der? Ender I.O. Aber der muss ja auch irgendwie Sterling. Ist das der Combustion? Oh! Requires a coolant. Der braucht aber noch... Ja, das ist der Combustion Generator. Magst du den noch bauen? Wie wird der... Ja, ich habe ihn gefunden. Okay, dafür brauchen wir Electric Steel. Oder? Burns liquid fuel to generate power. Requires a coolant. Genau, dann müssen wir noch eine Zelle nebenbei machen und dann... Ja, aber wir brauchen Electric Steel dafür. Ich weiß nicht, ob wir das schon hinbekommen. Wir brauchen einen Fluid Tank, das... Ja, das ist... Unten, das ist kein Ding, aber Electric Steel, es könnte schwierig sein. So, irgendwie... Aus was wird denn Electric Steel gemacht? Iron... Ups. Coal Powder und Silikon. Ach du Scheiße. Kronkristall aus gebrannten Sand. Silikon, ja. Da brauchen wir eine Sagmill für. Ja, oder Alloy-Smelter. Also hier steht nur Sagmill momentan, Silikon. Ach so. In dem es gibt auch andere Silikon, muss aufpassen. Ah ja, stimmt, es gibt vielleicht noch ein zweites, aber die Sagmill brauchen wir sowieso. Also bei mir steht auch ganz normal Furnace, wenn man Nether-Quarze hat. Na toll. Aber wir haben ja Nether. Ach so. Also ob Kaka schon da drüben war. Aber sonst bau doch einfach mal ein paar Maschinen, die brauchen wir sowieso. Also, why not? Das ist aber nichts, ne? Achso, wir müssen, aber wir können doch hier den Sterling, diesen Generator da jetzt einfach mal dieses Autosieb da hinten dran stellen, damit der schon mal verarbeitet, oder? Mhm. Wir brauchen noch ein Mesh, ne? Dann müssen wir den noch eins geben, was wir den noch geben wollen. Nimm einen Ender-IO-Tank, der kann über einen Side-Config dann den Eimer füllen und wieder in den Generator pushen. Wow. Warte mal, wenn das so geht, den ganz normalen Ender-Fluid-Tank can be used to empty fill. Wo ist das? Ja, tatsächlich, das geht. Wo ist das Ding hin? Ey, wo ist das Ding hin? Ich hab das abgebaut, es ist weg. Nee, es ist weg. Was hast du abgebaut? Den Automatik-Sieve. Hast du mit dem falschen Gegenstand abgebaut? Oh, ja, geht der kaputt oder was? Brauchst keine... Meinst du, der geht kaputt?
geht doch fast gar nichts mehr kaputt ohne also selbst wenn du. Ah, wo soll der hin sein? Ich meine, ich habe ihn hier abgebaut und jetzt ist weg. Oh, nice. Na, Isaac. Toll. Ist ja egal. Bau den nochmal neu, ich baue den Fluid Tank in der oder, Zeit. Oder er ist irgendwo hier im Inventar und man sieht ihn nicht. Oh Mann. Ja, kleinere Rückschläge. So, Autosieve. Wir bauen das nochmal. So. Holz, Holzbretter und Stöckchens. Mal gucken, ob wir es hinbekommen. Holz. Holzbretter. So, jetzt bin ich gespannt. So, ein Sieb. Boah, jetzt habe ich gedacht, scheiße, ich habe Wayne Miner angehabt. Eisen. Eisen und Scheiben. Oh, schon wieder Eisen, gell? Also, wir brauchen echt viel Eisen gerade. Naja, sobald wir hier... So, muss ich da jetzt einfach nur... Geil. Das funktioniert. Und wie kriegt er das wieder zurück? Ups. So, ach, oder wie? Mist. Das wäre ja krass, aber ich muss jetzt mal Energie verbrauchen hier, sonst weiß ich nicht, ob es geht. Aber das wäre ja mega. Bau den Zölling einfach ab und bauen wir neu auf. Aber 100.000 RF verschwindet. Egal. Ach, hast recht. So, mal gucken, ob wir noch ein bisschen verspeichert ist. Scheiße. Ah, okay. Muffelch hat mir auch das gleiche geschrieben. Cool. Der schiebt Buckets hin und her. Ich bin mal gespannt. Mhm. Ah, wenn Sandrick die Maschine fertig hat, testen wir gleich. Ja, ich wollte gerade zwei bauen, aber das kriegen wir gar nicht hin. Von dem ja, Eisen her. Wir haben ja das Eisen reicht nicht aus. Das ist sowieso knapp hier. Wow, wie kommst denn du hier raus? Alter, willst du mich verarschen? Wir kriegen die Maschine nicht gebaut, weil wir zu wenig Eisen haben. Vier Eisen müssten noch im Inventar sein. Dort irgendwo. Wie viel Eisen brauchst du denn noch? Ich brauche noch 5. Da müssten wir schnell nochmal ein bisschen Steinchen klopfen, oder? Ja. Also wir müssten, ja, wir bräuchten halt ein Autosieb. Warte mal, wir alles durchgucken, ob wir vielleicht noch irgendwo ein bisschen Eisen finden. Vielleicht taucht ja auch die verschwundene Maschine wieder auf. So, wir haben hier noch ein bisschen Iron Ore Piece. Naja, sieht schlecht aus. Das ist schlecht. Dann hämmern wir kurz mal. Wo ist mein Hammer? Ups. Mein Hammer! Mein kleines Hämmerchen! Sag mal, das Sieb hier hat überhaupt kein Sieb. Wo ist denn das Sieb hin? Muss man diese Meshs jetzt extra reinlegen, oder was? Ja, die muss man extra reinlegen. Hier ist doch noch jede Menge Iron Ingots. Der. Nee. Achso, wir brauchen zwei Blocks, oder wie? Ja, wir brauchen zwei Blocks. Wo ist denn das Iron Sieb? Hast du das benutzt, um das Ding zu bauen? Warte. So, ist drin. Geht das noch, dass man helfen kann? Wahrscheinlich nicht. Lass rubbeln, Jungs! Das ist ein schöner Screenshot. Lass rubbeln! Stimmt, Screenshots. Ich muss auch, warte mal, ich hab doch Sand. Sand geht nicht durch, oder echt? Was? Ne, das ist ein Heavy, du musst die kompressen. Quasi wie ein Block. Da drüben ist normaler. Aber das kann... So. Hier ein Blick auf zwei von vielen Serien auf meinem Kanal. Schaut doch auch da mal vorbei und vergesst auch nicht zu subscriben. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.